macht uns keinen Ärger mehr. Braucht Deckung! Achtung! Wach für eine Granate! Feindliche Granate! Feuert auf die Dunkel der Kugeln! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Ihr seid extra den weiten Weg gekommen, um hier zu sterben? Einer deutschen Patrouille. Dies ist das richtige Zeichen, um euch zu ergeben. Man wird euch zu essen... Freunde! Auf der Seite der Ecke! Ich hab ein Geschenk für dich!
Er wurde getroffen! Die Infanterie! Lieben den Panzerkern! Lassen wir uns mal auf! Bürger. Euer eigener falscher Anführer will kämpfen, nur um seiner selbst willen. Verdient ein solcher Mann eure Treue? Ist er es wert, dass ihr für ihn sterbt? Sowjetische Truppen bei den Fässern da drüben! Die Deutschen an der Bahn, westlich von uns! Verrückten Russland!
schließt die Tür. Sichern wir das Gebäude. Das ist sicher! Runter! Deutscher Scharfschütze! Vasili, das Scharfschützengewehr! Jetzt, bis Pavel seine Aufmerksamkeit weckt. Pavel, los! Ja, Genosse! Rotes Gebäude, erster Stock! Pavel, los! Ja, Genosse! Rotes Gebäude, erster Stock! Erster Stock!
Gebäude. Erster Stock. Erster Stock! Schuss, Genosse! Gut gemacht, Vasili. Und jetzt weiter. Wir müssen noch den Rest des Rathauses sichern. Los geht's! Feindliche Infanterie! In der Nähe dieser Kiste! Granate! Weg da! Du kannst deinem Land in der Hölle dienen!
Wir brauchen Sperrfeuer! Sicher! Oberster Stock, sicher! Das Gebäude ist sicher, Genossen. Wir müssen uns auf den Gegenangriff vorbereiten. Verteidigungspositionen einnehmen! Der Angriff beginnt! Schütze will Position auf dem Platz gezielt.
Die Deutschen geben auf! Die Deutschen ziehen sich zurück! Ihr Feiglinge! Große Vasili, heute scheinen wir noch mal Glück gehabt zu haben. Jeden Fall bis jetzt. »1941. Der Wüstenfuchs, ein deutscher Feldmarschall, trifft in Libyen ein, um das Kommando über das Afrikakorps zu übernehmen. Innerhalb weniger Monate nimmt der neue Stern am Himmel der deutschen Armee die Gebiete ein, die vor seiner Ankunft vom britischen Commonwealth besetzt wurden. Obwohl sie eigentlich deutlich in der Unterzahl sind, gelingt es dem Afrikakorps mit der überlegenen Reichweite und Panzerung seiner Panzer, es mit den Alliierten aufzunehmen.« Im Juli 1942 drängen der Wüstenfuchs und sein unaufhaltsames Afrikakorps in einer Reihe klassischer Blitzkriege die britischen Truppen nach Osten durch die Wüsten von Libyen bis nach Ägypten. Jetzt, Ende 1942 und rund 100 Kilometer vor den Toren der ägyptischen Hauptstadt Kairo, bereiten sich die Truppen des britischen Feldmarschalls Montgomery, zu denen auch die Desert Reds der 7. Panzerdivision gehören, auf den Widerstand gegen die deutsche Offensive vor, um die Initiative zurückzugewinnen. Queen Six, hier ist King Six. Feindliche Panzer verlassen das Depot. Setzen zum Angriff an. Ende. Das ist das, Männer. Unsere Köder sollten diese Panzer ablenken. Werden hier deren Versorgungen vernichten. Los! Mann an Bord! Es wird Zeit! Bewegung!
Ich hab einen! Los, Leider! Braucht Deckung! Boy, mit mir kommen! Na, bei mir bleiben! Britische Truppe! Fässer da drüben! Feind am Boden! Mann am Boden! Trupp 2, vorwärts! Gegen der Sergeant Davis ist ein Jungfeuerschuss! Ihre Munitions- und Treibstofflager aus. McGregor, achten Sie auf den Randbereich. Was zum Teufel glauben Sie, dass ich hier mache? Reiniger! Ja, weiter, Deutsche, die Kampi! Die Engel sind alle nur bei der Wiener! Ich weiß, wo du Feuer eröffnen!
Anderson! Brauch Deckung! Lade nach! Ich will die Bunkertür offen sehen! Ja, Sir! Davis, überprüfen Sie den Bunker nach feindlicher Aufklärung. Wir haben keine Zeit, einen ganzen Haufen blöder Karten zu sammeln. Klappe, McGregor. Aber... Ich sagte, halten Sie Ihre Klappe, Private. Stirn! Mann am Boden! Ich hab einen! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Einen hat's erwischt! Man braucht uns in der Stadt, Sir. Deutsche Panzer scheinen sich von Osten her unserer Position zu nähern. Sieht nach einem verdammt harten Kampf aus, Jungs. Bringen Sie uns weg, Private. Sofort, Sir. Davis, McGregor, in den Brenntransporter. Los, wir sind hier fertig. Die Deutschen sind schon hier! Das wird eng! Festhalten!